Willkommen bei Endeavil TV. Ihr seht hier ein zerlegtes Dell Inspiron 11Z mit einem 11,6 Zoll Bildschirm. Diesmal werde ich euch leider nicht zeigen können, wie man es auseinander nimmt, weil es, wie ihr sehen könnt, sehr viele Schrauben dazu gibt, die ich hier entfernen musste. Aber ich kann euch eine schnelle Anleitung geben, wie ihr das Ganze machen könntet. Übrigens, hier würde das UMTS-Modem sein, darunter ist der Slot-Eingang, also ich weiß nicht, ob hier noch was eingebaut werden könnte. Eventuell würde das Kabel hier rüber gehen und dann hier könnte man noch was auflöten. Hier seht ihr, wir haben eine Western Digital 250 GB Festplatte drin, die nicht Echo Green ist, so wie der 2 GB RAM von Hynix. Aber wir haben hier die Festplatte, genau, die so herum eingebaut war. Aber so leicht war das Ganze nicht, denn ich werde jetzt versuchen, das Ganze rückwärts zusammenzubauen, ohne dass ich jetzt die Schrauben einbaue. Das Ganze war hier mit einem so einem Plastikding hier abgedeckt. Das kommt jetzt hier so drauf. Hier seht ihr, ein Kabel hängt hier raus. Das ist der Powerknopf. Den müsste man da unten anstecken. Dann haben wir hier noch die zwei Lautsprecher links und rechts. Die haben auch ein Kabel. Das müsste man hier anstecken. Hier. Da hängt es raus. Müsste man einfach da anstecken. Das muss ich gleich dann alles noch wieder machen. Dann, wenn man das Ganze hier aufeinander gelegt hat, werde ich jetzt nicht machen. Also ungefähr so. Dann kommt die Festplatte rein. Da sie nicht perfekt reinpasst, muss man es mit Gewalt hier unter diese Luke da so reinschieben lassen. Dann kommt hier eine Schraube hin, da eine Schraube hin, die das Ganze festhält. Das Ganze wieder raus, dann hier die Schraube kommt da drauf, hier kommen auch nochmal zwei Schrauben hin. Hier vorne gab es nur diese, nein, keine einzige Schraube, die das Ganze festgehalten hat. Hier gab es noch 1, 2, 3, überall wo M2X4 steht, die müsst ihr auf jeden Fall entfernen. Und genau, dann schaut das Ganze ungefähr so aus. Dann könntet ihr hier vorne das Pad hier aufsetzen bzw. abnehmen, nachdem ihr hier die Schrauben abgemacht habt. Hier seht ihr auch das Kabel, das muss einfach hier in diesen Slot da eingeschoben werden und dann das Ganze runtergeklappt werden. Das habe ich einfach hier wie immer mit einfach einer Plastikkarte hier am Rand abgemacht mit einem Patent. Dann hier Tastatur, das war das nächste. Also das zweite, nachdem ich an der Unterseite alle Schrauben rausgemacht hatte, komme ich gleich noch dazu. Hier Tastatur muss man dann einfach hier so. Ihr müsst euch keine Sorgen um das Kabel machen, das übrigens hier einfach festgemacht wird. Ganz easy. Auf jeden Fall die Tastatur, die kann man ganz einfach abmachen, weil auf der linken Seite oben wird es einfach locker, dann könnt ihr einfach runtergreifen und dann das Ganze abmachen. Da musstet ihr keine Schrauben noch extra entfernen an der Oberseite entfernen. Jetzt zeige ich euch noch die Unterseite, wo ich alle Schrauben entfernt habe. Das waren, glaube ich, 12 Stück. Jetzt nehme ich hier mal das Ganze raus, sonst verliere ich noch irgendwas. Klappt das Ganze zusammen. Und an der Unterseite habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schrauben entfernt. Jetzt müsst ihr allerdings aufpassen, weil hier unter dem Akku sind hier auch nochmal 1, 2, also insgesamt 11 Schrauben müsst ihr an der Unterseite komplett alle entfernen. Dann das Ganze umdrehen und dann, wie gesagt, mit den Schritten Tastatur, Mauspad, alle Schrauben, glaube ich 7 Stück, aus der Innenseite rausnehmen und dann dieses Plastikcover und dann könnt ihr wirklich überall rankommen. Wenn ihr nur den RAM austauschen wollt, ist es nicht ganz so kompliziert, dann müsst ihr nur diese 11 Schrauben an der Unterseite abmachen, die ich euch gerade gezeigt habe. Die sind nicht wirklich schwer. Und dann kommt ihr, wenn ihr nochmal hier zuschaut, dann kommt ihr nämlich, nachdem ihr die Tastatur schon abgemacht habt, die wirklich sehr einfach abzumachen ist, dann kommt ihr hier schon ganz einfach an den 2 GB RAM ran. Und die Festplatte ist dann auch mit 3 Schrauben zu entfernen, die ihr dann mit einer SSD adden könnt. Wie schon gesagt, ich bin leider enttäuscht, dass das UMTS-Modem nicht so einfach per PCI-Express-Modem oder so ähnlich anzubringen ist, aber man kann nicht alles haben. Das war das Dell Inspiron 11. Z für 399 € bei Lidl gerade erhältlich, aufgeschraubt.
Den Bildschirm werde ich jetzt nicht mehr auseinander machen. Ich glaube, ich wisst alle, dass da einfach WLAN-Kabel reingehen. Und ja, für Enderville TV, das ist der Balaschgal. Schaut auf unseren YouTube-Channel und auf enderville.com. Für weitere Tests, Kompletttests von dem Gerät gibt es in den nächsten Tagen, Unboxing-Video und natürlich auch andere interessante Sachen zu Netbooks, MIDs und Nettops.